Check it out. See. Hallo Leute. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Zodaks Zeittresor. Zu diesem kurzen Video ohne großes Intro geht's direkt rein, denn ich wollte einfach mal meine Freude mit euch teilen zu diesem großartigen Set hier. Das Zweier-Set Skeleton Screech, was ganz aktuell in der Masters Origins Line erschienen ist. Mein Shop-Partner World of Nerd hat hier wirklich wieder super geliefert. Das Set kam super schnell und top verpackt bei mir an. Und es steht jetzt schon fast eine Woche bei mir im Regal. Und je länger ich es anschaue, desto besser gefällt es mir. Und deswegen wollte ich es euch einfach mal nahe bringen, wollte euch empfehlen, auch bei diesem Set hier zuzuschlagen. Denn ich habe auch einige negative Stimmen gehört. Zum Beispiel wurde ja hier Skeletor das seltsame Mundöffnung etwas bemäkelt, dass er so ein bisschen aussieht, als wenn er aktuell zum Zahnarzt müsste. Aber das hier ist tatsächlich die erste Origins-Figur, die ein bewegliches Kiefergelenk hat. Ja, man sieht das, wenn man so seitlich ein bisschen reinschaut, kann man es erahnen. Und den Kiefer kann man also auch schließen. Und dann sieht der ganze Kollege nämlich so aus. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich habe nämlich zwei Sets und habe beim zweiten es einfach mal vorsichtig geöffnet und hier den Kiefer nach oben gedrückt. Und so macht das Ganze für mich schon das Bild noch mal runder. Sein Brustpanzer und seine Klötenbedeckung hier haben noch mal einen anderen lila Ton erhalten und so ein interessantes Rostfinish, würde ich mal sagen. Ich finde, es steht ihm sehr gut und es passt eben toll zu dieser unglaublichen Grafik hier oben, die wiederum angelehnt ist an das Vintage-Original. Blende ich euch mal schnell ein Foto ein. Und ich finde, hier hat sich der Künstler mal wieder selber übertroffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch Axel Jimenez ist, weil ich finde, der Zeichenstil sieht fast ein bisschen anders aus. Aber wer auch immer sich hier auf dem Boxart verewigt hat, hat großartige Arbeit geleistet. Auch das Masters of the Universe Logo hier wieder wunderschön geprägt und mit Glanzlack veredelt, ist einfach ein tolles Set, wo es sich wirklich anbietet. Und das werde ich auch tun, das so ins Regal zu stellen. Und es ist wirklich das für mich bisher schönste Zweierpack, was so erschienen ist in der Line. Also von diesen Packs, wo wir eine Figur und ein Fahrzeug oder ein Reittier, Flugtier, was auch immer dabei haben. Das ist ja bis jetzt das dritte Set. Wir hatten ja den Mechaneck mit dem Road Ripper. Sehen wir hier nochmal. Das Set gefällt mir wiederum nicht so gut. Es ist mir einfach ein bisschen zu groß und ein bisschen zu viel Leerraum hier. Sagt mir einfach nicht so zu. So, ich glaube, ich werde es auspacken. Die Grafik ist zwar auch hier ziemlich gelungen, aber wie das Ganze hier so in der Box präsentiert ist, gefällt mir wiederum nicht so gut. Wir hatten auch noch das Set mit dem Battle Damaged He-Man und Battle Cat. Das habe ich nicht in meiner Sammlung, finde ich auch einfach ein bisschen zu überdimensioniert, auch wenn es ein tolles Boxart hat. Aber dieses Set hier finde ich einfach perfekt, auch von der Größe her. Und ich finde es nochmal ein bisschen schicker als das Set mit Tila und Zoar, was ja vor kurzem erschienen ist. Das war dieses hier. Auch wirklich ein absolut gelungenes Set, kann man nichts gegen sagen. Auch hier eine tolle Grafik. Das Einzige, was ich nicht so schön finde, dass es Castle Grayskull hier nicht auf den Flap geschafft hat, sondern hier unten abgebildet ist. Das heißt, um die ganze Grafik ins Bild zu bekommen, müsste man schon den Karton ein bisschen weiter unten im Regal präsentieren, damit man ja die schöne Castle Grayskull Illustration hier überhaupt sehen kann, denn wenn man es so hinstellt, dann ist sie halt abgeschnitten. Das finde ich hier eben noch mal schöner gemacht, wo die Snake Mountain hier mit im Bild ist, wird es auch nicht vom Text verdeckt. Ich finde den Text sehr gut platziert, dass hier wirklich Snake Mountain noch gut zu erkennen ist. Und ja, nicht nur diese Grafik finde ich großartig, sondern eben auch hier auf der Rückseite hat sich der Künstler wieder selbst übertroffen. Eine absolut wunderschöne Darstellung von Skeleton Screech, wie sie hier gegen Zoar ins Feld ziehen. Skeletor commands the vicious Screech to bring his enemies to their knees with his piercing cry.
Ja, das ist doch mal was. Da hat sich der Werbetexter wieder einiges einfallen lassen. Ja, aber die Grafik ist großartig. Das hier ist die US-Box, deswegen haben wir hier auch so einen schönen Text drauf. Bei der EU-Box wurde das ja leider alles weggelassen. Aber ich möchte noch mal kurz auf den Kopf von Skeletor zurückkommen, denn das finde ich wirklich spannend. Nicht nur, dass er ein bewegliches Kiefergelenk hat, sondern wir haben auch wieder eine andere Farbgestaltung. Diesmal eine sehr deutliche Abhebung vom Gelb zum Grün. Da ist eine richtig gerade Linie gezogen. Wir können das ja noch mal vergleichen hier mit dem Vintage-Kopf. Da haben wir ja so einen sehr dezenten Übergang. Ich glaube, die Kamera kann das gar nicht so gut einfangen. Hier unten sieht man es ein bisschen. Vom Grün zum Gelben, das ist ja sehr dezent. Hier hat man jetzt eher so wie beim Dragon Blaster Skeletor diesen klar abgegrenzten Übergang von Gelb zu Grün. Und auch der Gelbton an sich ist nochmal ganz anders. Der bisherige Skeletor hat ja wirklich so ein sehr quietschgelbes Gesicht, fast wie mit so einem Neonmarker angemalt. Und das hier, wenn ihr es jetzt im Vergleich seht, ist ein deutlich gedeckteres Gelb, also nochmal eine ganz andere Farbgebung. Wir haben nicht mehr die schwarzen Striche zwischen den Zehen. Mal hier vielleicht den Vintage-Kopf zum Vergleich hergenommen, damit ihr genau seht, was sich geändert hat. Wir haben also nicht mehr diese angemalten Zahnzwischenräume. Ja, und man kann eben den Kiefer entweder komplett oder auch nur ein Stück weit öffnen. Nicht so schön finde ich, wenn man den Mund ganz aufmacht, dass man nochmal so eine gelbe Linie hier im Mund sieht. Weiß ich nicht, wie das zustande kommt. Das sieht natürlich ein bisschen, sieht etwas unnatürlich aus. Aber wie gesagt, mit geschlossenem Mund, finde ich, macht er echt einiges her und ist eine tolle Ergänzung für die Skeletor-Sammlung. Ich werde dieses Set original verpackt lassen. Ich finde, so macht es einfach am meisten her. Wie gesagt, mit dieser großartigen Illustration hier oben, das macht richtig Spaß. Also dafür liebe ich auch die Origins, dass sie einem, dem Sammler eben die Möglichkeit geben, so großartige Sets sich in die Sammlung zu stellen, die als Vintage-Original einfach sehr, sehr teuer sind. Und eben auch oft nicht mehr so schön aussehen. Also wenn man sich die alten Tupacs heute mal anguckt, egal ob das jetzt Skeletor mit Screech ist oder ob das zum Beispiel He-Man mit Battlecat ist oder Fisto mit Stridor, man hat eigentlich immer das Problem, dass über die Jahrzehnte sich irgendwie die Figur so ein bisschen verdreht hat oder die Beine eingedreht oder eingeknickt sind, sodass es meistens nicht mehr wirklich gut im Display aussieht, aber man will natürlich das alte Set auch nicht aufreißen, ist auch klar. Aber hier hat man eben eine schöne, moderne Neuinterpretation dieses Sets und kann sich das so wunderbar hinstellen. Und so wie die Figuren und alles hier verpackt sind, kann da natürlich auch nichts verrutschen über die Zeit. Der Skeletor ist übrigens nicht mit Schnüren fixiert, im Gegensatz zu Screech. Seht ihr, hier läuft so eine Schnur rüber. Aber der Skeletor ist einfach nur in diese Plastikform hineingedrückt. Sein Stab ist fixiert, die Figur allerdings nicht. Wen es interessiert, habe ich beim Auspacken gemerkt. Also den könnte man auch so entnehmen, ohne irgendwelche von den Stripes hier zerschneiden zu müssen. Was ich auch cool finde, ist hier diese Neuerung dieses Hinweises hier. Collector's Edition inspired by Vintage Artwork. Auch ja, finde ich eine schöne Ergänzung. Ich finde, das sieht gut aus hier unten. Man hier so extra reingesetzt. Was ich natürlich nicht gebraucht hätte, ist diese Illustration hier. Ich finde, das ist einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß. Diese Kinder hier mit ihren Spielsachen und wie sie das Action-Feature ausprobieren. Ich weiß, die Vintage-Vorlage hatte sowas auch, aber ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Denn das sind nun mal Sets für den Sammler von heute und da brauche ich nicht unbedingt so eine Kinderzeichnung hier drauf. Aber das ist sicherlich auch Geschmackssache. Alles in allem ein, wie gesagt, wunderschönes Set und für mich das schönste Zweier-Set, was bisher in dieser Toyline erschienen ist. Ich bin gespannt, ob wir noch was bekommen werden. Ich denke mal, Fisto und Stridor stehen wohl nicht mehr zur Debatte. Das Set wäre wahrscheinlich auch ein bisschen sehr groß wiederum. Insofern ist es vielleicht sogar das letzte Pack dieser Art, was Vintage-inspired ist und in der Origins-Line
erscheint. Und wenn es tatsächlich das letzte sein sollte, finde ich, ist es ein würdiger Abschluss, denn es ist einfach ein großartiges Two-Pack, was uns Mattel hier spendiert hat. Ich bin absolut zufrieden. Und wie gesagt, man hat die Wahl, wie man den Skeletor aufstellen möchte, so oder so. Dafür muss man das Set einfach nur hier an der Seite öffnen. Es ist mit einfachen Tesastreifen zugeklebt, kann man einfach aufschneiden. Und ich würde auch sagen, Freunde, macht euch da keine Sorgen. Viele Fans scheuen sich ja so ein bisschen davor, so Siegeltesa durchzuschneiden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Set hier jetzt nochmal die riesen Wertsteigerung hinlegen wird. Und selbst wenn, für mich ist es wichtig, dass es mir gefällt, dass es für mich schön im Regal aussieht. Und ich finde einfach den Skeletor mit geschlossenem Mund deutlich cooler. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Habt ihr das Set schon? Wie gefällt es euch? Und habt ihr es auch gewagt, das Ganze zu öffnen und vielleicht Skeletor hier den Kiefer gerade zu rücken? Würde mich sehr interessieren. Bei mir kommt das Set jedenfalls so ins Regal und ich freue mich über diesen großartigen Neuzugang.